Ihr lieben Zuschauer, ich habe heute eine sehr traurige Nachricht zu übermitteln. Melitta ist von uns gegangen. Wir sind unendlich traurig und können den Schmerz also kaum verarbeiten. Aber die war so ein Temperamentsbolzen und ich fand sie so super. Und ich habe sehr, sehr gerne was mit ihr gemacht. Und ich bin sehr, sehr traurig, dass sie nicht mehr da ist. Was ein sehr großer Verlust ist für uns und auch für die Familie. Es war eine wunderschöne Zeit. Melitta war für mich der Inbegriff von einer lieben Frau. Und die 83 Jahre geworden ist, wird auch nicht jeder. Die war für jeden da, wusste sie selber, hat sie nicht gegönnt. Für alle anderen war sie da. Das fehlt mir sehr. Und jetzt schauen wir uns einfach noch mal die schönsten Momente mit Melitta an. Film ab. Ich war viel tanzen. Und ich habe auch viel gesungen damals. Und wir wollen jetzt mit dir tanzen. Mit mir? Ob willst du, dass hier ein Fettfleck wird? Überleg mal, wenn ich hinfalle, rutscht er aus. Na, wollen wir mal. Mal sehen, was es da so Schönes gibt. Können wir noch eine Pause machen? Nö. Oh, Melitta, schön. So kennt man sie. Ach, ich bin ganz gerührt, wenn ich das jetzt sehe. Und sie hat es genossen. Sie hat es genossen. Wir beide haben es genossen. Und so wollte er dich in Erinnerung behalten. Genau so ist es. Ich wusste gar nicht, wo sie die Kraft hernahm. Das war mir unvorstellbar. Oma schaut Musik, Oma geht steil. Ja? Machen wir. Du, reich mal. Ich lasse auch mit aus. Ja, schön. Die war immer witzig. Und Autogrammkarte. Fort Nitte, oder? Schon 30 gestorben. Oh, durch mich jetzt? Junge, Junge, bin ich cute. Ich glaube, Melitta hatte nicht mal einen Führerschein. Ich bin schon oben hoch. Oh, schnallt eure Skier an, wir sind da. So, was muss ich jetzt machen? Schlachtermesser nehmen? Die schnarcht, siehst du? Da bin ich Weltmeister drin. Ich habe eigentlich 2 Tage geschlafen, also dann muss ich jetzt fit sein. Na, Lampe sehe ich nicht, aber ich sehe, dass er einen Schwanz hat und irgendwo muss er ja rauskommen. Sie hatte so einen fortstrockenen Humor. Immer los, immer rauf in die Zähne. Ja, ja. Die sind ja so richtig einbalsamiert, die Mutter. Den kennt seine eigene Mutter nicht mehr. Ja, und dann wasche ich mir erstmal die Hände. Bin ich vorbei? Komm her, ja. Und dann fahr ich den jetzt raus. Ey, das ist doch die Polizei. Was nu? Passt gut auf, Pleite! Ich bin denn bei der Polizeikontrolle. Passt gut auf, wenn ihr die Strecke nehmt. Ja, du fehlst so sehr, Melitta. Es geht's los. Bin ich ja neugierig, was das wird. Naja, kann ich meine Brille aufbehalten? Ja, das, es klappt. Huch! Ach, Melitta. Das ist eine Erinnerung. Ich habe auch viel Bilder und Dinge von ihr. Bist du nicht so Fan von Sushi? Nee, ich habe einmal probiert, da war so eine blöde Soße irgendwie. Wie für Dive, ja. Mann, ist das schön. Hallo, Melitta. Oh, das ist richtig schön zu sehen. Oh, das gibt einen Zusammenstoß. Du meine Güte. So, da brauche ich gar nicht mehr kapern, das ist ein Eimer. Muss alle auffischen. Ein schönes Muster. Das sieht hier aus, als wenn da irgendwie was von anderen Sternen gekommen ist und hat da rumgewühlt. Oh, das ist gruselig. Was ist das für ein Teufelsberg? Der Teufelsberg. Das haben wir in Berlin auch. Ein Teufelsberg. Ach, da ist was. Ach, das ist eine Tonne. Das ist egal, die mache ich trotzdem im Eimer. Wer weiß, was da drinnen sitzt. Ah. Die Qualle. Jetzt kommt die nächste. Immer heller, immer heller. War immer fröhlich. Ich kenne dich.
wieder da. Die Kurve. Oh. Was war denn das eben? War da Viecher oder war das ein Ölfleck? Oh, hier, ist die Straße nicht mehr. Oh, jetzt bin ich im Wald gelandet, wa? Meine Güte, ich als Autofahrer, ich würde ein Chaos veranstalten. So, steig mal fein ein. Zack, weg. Ist das brutal. Und dann nichts wie weg. Och, den oben noch, ich fahre den noch an. Ist das furchtbar. Ich bin doch kein Autofahrer. Zack, ach, da geht's rum. Ich hab's geschafft. Eine Ecke hat geschafft. Eigentlich, wenn ich keinen Führerschein habe. Ich mache ja alles zu much. Der ist schon ganz schön dick geworden, mein lieber Scholli. Den geht so wie mir. Wenn ich so viel da esse, werde ich auch mal dicker. Nein, mich. Meinst du mir? Ach, das ist ja gemein. Oh, Meier. Das geht ja unter Kinder. Das ist ja eine boshafte Oma. Du meine Güte. Stopp. So. Du hast den ersten Fußgängerwurf haben. Icke? Oh weia. Ja, das war Melitta. Da habe ich wieder einen umgebracht. Oh, wenn ihr wüsstet, was euch bevorsteht. Ja, das habe ich schon erlebt. Ja, warte, jetzt soll ich erstmal zu den Kannibalen da in die Hütte. Mal kicken, was da los ist. Was hat jetzt gemacht? Boah, ich sehe Luft. Ich bin draußen! Hurra! Oh weia! Ey, das Wasser. Da schwimmt irgendwas. Hände. Wie kommen denn die da hin? Das müssen wir mal zeigen. Guck mal hier. Ja. Guck mal hier. Langsam. Ist das super? Vielen, vielen Dank, ja. Da freuen wir uns riesig drüber. Das ist ja irre. Also das ist wirklich schön. Eine große Überraschung. Das ist gelungen. Und vielen Dank an alle, die an uns ein Abo gesandt haben. Wir freuen uns über jedes Abo. Der goldene Kammer war für die das Größte. Das war einfach für Melitta das Größte. Da hat so oft gesagt, wir haben die goldene Kamera. Schön, dass Melitta das alles miterleben durfte. Wahnsinn. Du guck doch mal an. Oh, weißt du noch, Melitta, das war ja ein Moment, das war ja toll. Also einmalig. Oh, die Bilder rühren mich jetzt aber richtig. Macht uns riesen Spaß. Und durch unsere Fans sind wir immer aufgemuntert. Wenn wir irgendwas nicht schaffen, ihr schafft es. Und wir schaffen es. Oh, ich könnte nicht richtig knuddeln. Jetzt komm ich nochmal hier rüber. Melitta, wir schaffen das. Die goldene Hände haben sie uns ja leider versagt. Aber es ist okay. Aber das ist total toll. Tut, heiß und fertig! Da schluckt er sich gleich. Oh, Georg ist schon auf der Fähre. Jedenfalls, Brigitte! Hallo! Georg hat gerade geschrieben. War mir klar. Warte, Georg, wenn ich dich wieder sehe. Bist du beim ADAC? Der ADAC. Ach, du bist drin in der Versicherung? Ja, klar. Oh ja, die machen das schon. Brauchst ja keine Sorgen machen. Fliegen wir nächstes Mal hin. Nach Petersburg. Aber denk dran, am Steuer kein Telefon. Das ist es ja. Ihre Fröhlichkeit hat meine Tränen verdrängt. Nachdenken hinterher darf ich nicht. Aber wenn ich sie jetzt sehe, die hat so viel Positives ausgestrahlt. Wenn uns das verloren geht, dann geht uns ein Teil unseres Lebens verloren. Und wir werden es so lange machen, solange wir noch laufen, hören und sehen können. Ja. Und was lernen wir daraus? Jede Minute, jede Stunde, jeden Tag alles genießen. Es war eine schöne Zeit mit dir, Melitta. Ich danke dir. Wir können es nicht ändern und wir werden auch nicht jünger. Und es geht auch kein Weg da vorbei. Das trifft nun mal leider jeden. Ja. Tief durchatmen, Leben geht weiter. Und Melitta schaut uns immer zu.
Wo ich richtig drin bin in meinem Element, muss ich aufhören? Nö, hat Spaß gemacht. Gut, ich wünsche euch alle Gute. Toi, toi, toi.